Anfang 2013 brachte Ford den Tourneo Custom auf den Markt. Der Tourneo Custom, das ist sowas wie der VW-Bus von Ford. Es gibt den Tourneo Custom in zwei Varianten, einmal mit 4,97 Meter Länge und mit 5,34 Meter. In jedem Fall passt unglaublich viel rein ins Auto. Anfang 2018 gab es einen Facelift, damit wurde der Innenraum ein bisschen hochwertiger und außen sieht er jetzt richtig aus wie ein Ford. Je nach Variante passen in den Kofferraum bis zu 1900 Liter rein. Wenn man die Sitze komplett ausbaut, werden es sogar 5800 Liter beim langen Radstand. Sind alle möglichen Stühle drin, dann passen bis zu 9 Leute ins Auto. Die Motoren sind typisch Nutzfahrzeug. Es gibt vor allen Dingen Diesel im Angebot, 3 Stück mit 105, 130 oder 170 PS. Serienmäßig gibt es eine 6-Gang-Handschaltung. Optional bei den größeren Motoren ist auch eine 6-Gang-Automatik erhältlich. Klar, beim Fahren kann der Tourneo Custom seine Größe und Masse natürlich nicht verstecken. Es ist eben ein Van. Für sportliche Ausflüge ist er nicht gedacht. Aber vor allen Dingen mit der Luftfederung hinten bietet er doch ein ganz erhebliches Maß an Komfort. Wer es nicht ganz spartanisch haben will, so wie in der Grundversion Ambiente, der entscheidet sich für Trend. Da gibt es eine Klimaanlage, da gibt es eine Sitzheizung, da gibt es Aluräder. Damit ist man eigentlich schon ganz gut unterwegs. Fast ein bisschen schick wird es mit der Ausstattung Sport. Da gibt es Teilledersitze, serienmäßig, die gibt es sonst nur optional. Besonders wichtig beim Tourneo Custom sind die verschiedenen erhältlichen Sitzvarianten. Darauf sollte man besonders achten. Es gibt klappbare Sitze, es gibt welche, die sind drehbar, welche, die komplett herausnehmbar sind. Also allerlei verschiedene Konfigurationen und je nach Ausstattung unterscheiden die sich. Ein paar Assistenten gibt es auch im Tourneo Custom. Zum Beispiel gibt es einen Totwinkelwarner, einen Fahrspurassistenten, einen Abstandstempomaten oder die Verkehrszeichenerkennung. Als Klassenstandard bei diesen größeren Vans, da gilt der VW-Bus, aber der Tourneo Custom bietet dazu eine recht gute Alternative. Vor allen Dingen ist er deutlich günstiger. Trotzdem bietet er reichlich Variabilität und unheimlich viel Platz im Innenraum. Die Grundausstattung ist ordentlich und in den höheren Linien wird es richtig interessant. Da kriegt man dann sogar ein bisschen Luxus ins Auto. So, wer eine große Familie hat oder sehr aufwendige Hobbys, die viel Platz brauchen, der ist mit dem Tourneo Custom sicherlich gut bedient.